veränderte sich eben auch die Hochwassersicherheit. Und zwar auf ein Ausmaß von 50 jährlichen Hochwassern. Und da ist natürlich jetzt aus heutiger Sicht, das ist ja gar nicht so lange her, 1977, da überlegen wir natürlich schon, mein Gott, war das jetzt gerechtfertigt, dass man da die 7 Staustufen gebaut hat, so viel Geld hat investieren müssen, heute auch, um dann wieder den Hochwasserschutz wiederherzustellen. Also ich glaube, ich kann das nicht beurteilen. Ich denke nur, es ist sehr wichtig, dass wir immer bei solchen Maßnahmen uns darüber Gedanken machen, Kosten, Nutzen, Risiko, wie verfahren wir. Ich meine, auch bei vielen anderen Maßnahmen unseres Ministeriums zum Hochwasserschutz, da spielen ja zum Beispiel die Maßnahmen an den Nebenflüssen heute eine große Rolle. Wir buddeln all die Bäche, die wir vergraben haben, wieder aus mit viel Geld. Also ich glaube, es ist wichtig, ja, Nachhaltigkeit im Denken und in der Politik zu verankern. Und das heißt eben auch die langfristige Betrachtung mit all ihren Dimensionen mit einzubeziehen.